Serasco Oberton schreiben, mir ist was eingefallen, was du zu deinen Motorradvlogs passen könnte und deinen Skill verbessern kann. Um das Ganze abzukürzen, Freunde, ich soll eine Dirtbike Arena testen, besser gesagt eine Motocross-Strecke. Das wird richtig cool, ich freue mich schon mega drauf. Deswegen würde ich sagen, los geht's Richtung Motocross-Strecke in der Nähe von Bonn. Los geht's. So, wir sind jetzt hier in der E-Dirt Arena angekommen. So sieht das aus, Freunde. Powered by KTM. Und ich freue mich mega, mit den Motocross zu fahren. E-Motocross, Freunde. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir rein und treffen mal den Pascal. Der hat mich nämlich eingeladen und ich freue mich mega. Und jetzt geht's los. Freust du dich auch? Ja. Komm, was mit dir? Guck mal. Ihr fahrt alle heute Motorrad, ne? Ja. Aha, Pascal. Guten Tag! So, nochmal hallo. Dankeschön für die Einladung. Sehr gerne. Ich freue mich mega. Guten Tag, hallo. Ich habe auch ein Motorrad. Oh, ich sehe schon. Sind das alles? Das sind alles E-Bikes, jo. Wow. Ich fahre selten KTMs. Deswegen freue ich mich so mehr. Ich bin einmal in einer KTM gefahren, aber natürlich mit Verbrenner. Du bist auch schon mal mit einem anderen E-Bike gefahren, habe ich gesehen. Ja, das war die Zero. Ja. Und die war schon heftig, ja. Okay, für die Straße aber. Ja, für die Straße, ja. Ich bin so richtig Motocross, bin ich noch nie gefahren, deswegen freue ich mich so mehr, das Ganze mal zu erleben. Und das Ganze sogar in der Halle. Der Karl ist dabei, der kann dir auch so... Guten Tag, also du bist Profi? Ja. Mehr oder weniger, ja gut, ich bin auch mehr oder weniger Profi. In alles. Ja, ich würde sagen, wir geben dir ein paar Leihklamotten. Ja. Sehr schön. Hier haben wir ein paar Knieschoner. Ja, sehr gut. Du sitzt dir einfach hier vor, ziehst die Hose nachher drüber. Okay. Ja. Einmal Größe 32 für dich. Jawohl. Dankeschön. Shirt. Perfekt. Oh, ich werde so richtig geil ausgestattet, Freunde. Handschuhe? Handschuhe immer wichtig, Freunde. Wollt ihr keine Blasen in den Fingern? Hey, hast du dabei, dann brauchst du eigentlich nur noch Schuhe. Mal, Reifen ist, die fallen recht klein aus, deswegen nur mal größer. Ja, vielen Dank. Jetzt ziehe ich mich mal um und dann geht's los. Jo. Du fährst selber nicht mit? Ich fahre nicht mit, nein. Ich okay, zu. Nur der Karl, ne? Nur der Karl fährt okay. mit. Jetzt so aufgemacht, du machst dann besser. So, Freunde, gleich geht's ab. Ey, mit richtig Schutz. Passt. Okay. Ja. Einmal in die Stiefel rein. Das passt. Jawohl. So, jetzt bin ich fertig. Hier ist noch ein Helm drauf mit Kamera und dann geht's direkt los. Ich muss noch winken. Willst du auffahren gleich? Nein. Okay. Hast du Angst oder was? Soll der Papa heute einen Sprung machen oder lieber nicht? Doch. Ich soll springen? Du musst mehr winken. Ja, ich mach das. Danke. Wir haben hier eine Karte im 400E, ja? Komplett ja. elektromotorisiert. Ich erkläre dir kurz, wie es funktioniert, ja? Okay. Du schaltest hiermit das Bike an, das ganze System fährt hoch, das dauert einen Augenblick. Du siehst da, alle Lampen gehen an. Ja. Reine Kontrolle. Wir haben hier drei verschiedene Fahrmodis, ja? Das Bike ist erstmal auf 1 eingestellt, um reinzukommen. Die Leistungsentfaltung ist wirklich ja, sehr entspannt. Ja, auf 1 geht's noch. Okay. Auf 2 und 3 geht's nachher wirklich vorwärts. Okay. Ich denke, eins ist gut, um reinzukommen, weil die Strecke auch nicht ganz leicht ist. Wir haben zwar zwei Lanes, eine schwere, eine leichte. Okay. Aber grundsätzlich zum Reinkommen ist diese Fahrmodi einfach besser. Okay, alles klar. Was kostet es hier, wenn man als normaler Mensch hier fahren will, eine Stunde? Es kostet 120 Euro für okay. 2,5 Stunden. Also wir haben keine anderen Möglichkeiten zu buchen. Ja? Okay. Wir nennen das E-Slot. Wir machen das extra etwas länger, um die ganze Sache zu entspannen. Ja? Okay. Wir sind hier halt nicht in einem Kart, sondern auf dem Motorrad unterwegs. Auf einer Crossstrecke, was auch nicht ganz ungefährlich ist. Ja. Okay, Klamotten kann man sich hier auch ausleihen? Ist alles inklusive. Okay. Also wenn einer nichts hat, stellen wir das. Genau, das ist in den 120 Euro drin. Mhm. Man hat also 2,5 Stunden Bike-Miete, Streckenmiete und Betreuer. Ja. Mega. Wir fahren alle selber Cross, langjährig auch schon, können also auch die ein oder anderen Tipps geben. Also richtig Cross bin ich noch nie gefahren und gesprungen bin ich noch nie mit dem Motorrad. Das wird los. Kann man da mit dem Wheelie machen? Kann man, ja. Ja, die Strecke wird komplett für mich freigemacht, Freunde. Das hat ein bisschen Grund. Helm anziehen. Boah. Dann könnt ihr ja schon, Freunde. Und dann geht's los. Ja, ich geh jetzt springen, ne? Aber gut aufpassen, nicht dich wehtun. Nein, nein, mach ich nicht. Wie süß. Du musst fliegen. Der Papa schafft das schon. Der heutige Ziel ist, Superman zu machen. Das heißt, springen, Superman und dann wieder landen. Nein. Du musst gewinnen. Dringend? Du musst ja, es gibt. Ja. Ja, alles cool. Jetzt geht's los, Karl. Hier, das ist mein Lehrer heute. Wie alt bist du? 13. Wir bringen dem lieben Karl heute das Fahren bei. Der weiß nicht, wie das geht. Aber jetzt geht's los. Tim Gürtel, bist du kurz davor, eine Meisterschaft zu gewinnen oder sowas? Ja, die englische. Englische? Krass. Ich gewinne die deutsche heute. Komm. Die deutsche? So, Leute, das ist die Strecke. Sieht schon mal richtig nice aus. Oh Gott. Die Strecke ist eigentlich so konzipiert, dass jeder darauf fahren kann. Ja? Okay. Wir haben zwar
ein paar große Sprünge drin, aber auch relativ kleine. Selbst die großen Sprünge, ja, die kann man fahren. Okay. Da geht es halt vorne hoch, hinten wieder runter, ist nichts okay. Wildes. Ich würde sagen, der Karl fährt gleich einfach mal eine Runde vor und du fährst ihm hinterher. Alles klar. Schön langsam, ja. Achtung, da kann man auch Rückenlage kriegen. Genau, er ist noch nie gefahren, deswegen schön langsam. Okay. Wie das ins Kreuz springt. Ja, nice. Wow! Das war Spaß! Yeah! Yeah. Da vorne habe ich gemerkt, boah, das zieht voll schnell runter, ne, wenn man nicht aufpasst. Ja, und nicht die Beine wie beim Mountainbike auseinander, sondern eher klemmen ans Motorrad. Klemmen? Und wie machst du das, wenn es oben ist? Machst du, gehst du also in den Knien so ein bisschen so? Ja, oder? Damit man ein bisschen so wegschluckt, damit man nicht abgeht, macht man so. Da vorne ist das Ding echt steil, ne, da vorne. Beim letzten beim Skisprung. Ne? Gibst du da mehr Gas, damit du das Vorderrad ein bisschen höher kannst? Nee, einfach nur so ein bisschen, dass du auch dann... Eigentlich nimmst du den Schwung mit, genau. Den Schwung mit ein bisschen Gas, richtig. Damit du halt, damit es nicht ganz vorne reinfällt. Aber wichtig ist halt die Beine am Bike, ja? Beine am Bike. Genau, weil wenn du die zu locker hast, hast du hier super viel Bewegung drin. Und dann wird es halt sehr unruhig, ja? Okay. Ging ein bisschen schneller. Ey. Die drei Stufen brauchst du gar nicht, wenn man Anfänger ist. Nein, nein. Das ist echt so. Auf Stufe 1 kann man halt ganz gut, kommt man ganz gut mit der Strecke klar. Ja. Weil man sich eben aufs Fahren konzentrieren kann. Genau. Ja, das Bike ist noch nicht zu stark. Ja, wir haben so ein paar Sachen zum Springen. Hier hinten dieser Skisprung, der ist halt recht steil und da reicht wenig Geschwindigkeit zum Abheben. Das ist halt ein bisschen Sprungfeeling zu bekommen. Generell bauen wir es hier etwas schwerer. Einfach um Geschwindigkeit rauszunehmen, weil es sonst zu gefährlich wird. War extrem langsam und es ist echt, es ist hart, ne? Ja, richtig. Machst aber, du einen Fehler, legst du richtig auf die Ja, aber wir haben deswegen auch 2,5 Stunden. Ja. Ja. Wir haben viel Zeit, um den Leuten halt so ein paar Tipps zu geben, ein bisschen zu erklären, wie es funktioniert. Und es ist so, umso länger man fährt, umso mehr Gefühl man bekommt. Ja. Kommt, glaube ich, in der Kamera ziemlich langsam vor, das Ganze. Aber für mich wirkt das schon schnell genug. Also das sieht auch nicht ganz schlecht aus bei dir. Dafür, dass du so noch nie Cross gefahren bist, ist das schon echt in Ordnung. Also ja? Du sitzt nicht zum ersten Mal auf dem Motorrad. Nein, nein, das stimmt, das stimmt. Aber im Cross halt. Meine Oberschenkel tun höllisch weh. Ja? Meine Hände tun höllisch weh. Ja. Diese Bahnspruche muss man echt... Leute, dafür braucht man richtig viel Kraft, kann man sich gar nicht vorstellen. So hart hier zu fahren. Wie lange bin ich gefahren jetzt? Ungelogen. Halbe Stunde? Halbe Stunde. Mit wenig Pausen aber. Wenig Pausen, ich kann nicht mehr, Freunde. Das ist, irgendwann merkst du, dass deine Kraft nachlässt und dann fängst du an, Fehler zu machen. Du fängst einfach an, Fehler zu machen. Ich bin jetzt noch nicht einmal gestürzt. Das macht richtig Laune, auch in der zweiten Stufe. Dritte Stufe kann ich niemandem empfehlen, der Anfänger ist wirklich in der ersten Stufe anfangen und langsam in die zweite einarbeiten. Das ist eine ganz andere Welt, Freunde.
zum ersten Mal auf dem Bike, natürlich Körperposition ein bisschen nach hinten gestellt. Hat aber sehr gut gemacht mit den Elektrobikes, auch sehr gut gefahren. Man sieht, dass die E-Bikes sind für jeden Mann, der noch nie ein Bike fahren. Super, Karl. Vielen, vielen Dank. Gerne. Das war echt geil. Eine tolle Erfahrung, ohne Scheiß, Leute. Eine richtig coole Erfahrung. Kommen wir mal zu meinem Fazit, Freunde. Und ich muss wirklich sagen, es macht übertrieben viel Spaß. Auf der Kamera kommt das natürlich nicht schnell vor und auch nicht gefährlich, aber ich kann euch sagen, wenn ihr selber auf dem Bike sitzt, wird sich das ganz anders anfühlen. Man muss sich schon ein bisschen trauen, da was zu machen, sonst werdet ihr das nicht schaffen. Wo ich die erste Runde gefahren bin, habe ich mir gedacht, ich schaffe niemals zu springen mit dem Ding oder überhaupt über zwei Hügel zu springen. Das habe ich tatsächlich nach den ersten 5 Runden dann tatsächlich geschafft, habe mich tatsächlich getraut und bin wirklich ein paar Meter gesprungen. Das hat wirklich Spaß gemacht. Für mich kamen diese Sprünge extrem weit vor. Es war nicht so, es war vielleicht 2 Meter oder so. Ich war auf jeden Fall sehr überrascht, wie schnell das Ganze funktioniert hat. Und das Coole ist ja, ich finde das total geil, dass es E-Motorräder sind, weil so kann sich wirklich ein Anfänger komplett auf das Motorrad konzentrieren und auf die Strecke, denn ein benzinbetriebenes Motorrad hat natürlich Gänge und die Bremse am Fuß und so weiter. Hier haben wir die Bremsen oben und man muss nur Gas geben. Das macht das Ganze viel einfacher. Wie gesagt, die Strecke ist schon sehr anspruchsvoll und Anfänger sollten wirklich in der ersten Stufe bleiben. Zweite Stufe wird schon kritischer und dritte Stufe ist nur für Profis, das sage ich euch jetzt schon. Wer das versucht, wird sterben. Auf jeden Fall. Einmal Gas gezogen und das Motorrad ist weg oder ihr landet auf dem Rücken oder auf der Seite oder nach vorne und ihr verletzt euch übelst. Deswegen seid sehr vorsichtig, wenn ihr das Ganze macht. Der Preis von ca. 100 Euro ist für mich ein sehr guter Preis. Man bekommt ein vollkommenes Paket von 2,5 Stunden und das ist wirklich, lohnt sich auf jeden Fall. Jeder, der sich für Motorräder begeistert, sollte das auf jeden Fall einmal im Leben machen. Ihr könnt auf jeden Fall eure Skills verbessern. Das ist auf jeden Fall richtig cool dafür. Naja, Freunde, das war auf jeden Fall hier mein Review zu der E-Dirt Arena in der Nähe von Bonn. Hat mega Spaß gemacht. Vielen Dank nochmal meine Zuschauer für die Idee. Auf dieser Seite kommen wir zu weiteren lustigen Reviews bei mir am Kanal. Links und rechts findet ihr Social Media, auf denen ich vertreten bin und direkt hinter mir mich kostenlos abonnieren, wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao!